ein neues Video von Brust raus. Mag diesen Kanalnamen. Können uns Beziehungen so krass verändern? Ohne zu wissen, in welche Richtung es gehen wird, ja. Beziehungen können uns verändern. Und ja, der Kanal hat wirklich Brust raus. Oh. Spürt ihr das? Dieses Knistern? Da liegt doch was in der Luft. Diese Boyfriend-Luft? Nein, Moment. Es ist, glaube ich, doch eher die Girlfriend-Luft. Dieser Freundinnen-Lufttrend muss echt sein, weil so sah mein Mann aus, bevor wir uns kennengelernt haben und danach. So. Ist das, könnte das Liebe sein? Kleiner Spaß. Ist natürlich wunderschön, in einer Beziehung zu sein. Also finde ich persönlich zumindest. Wir wissen ja, das mit dem Dating kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Ich wurde schon in der Kennenlernphase gefragt, ob ich kochen kann oder wie groß meine Körbchengröße ist. Und das mit der Hochzeit und dem Hype drumherum ist vielleicht auch ein bisschen außer Kontrolle geraten. Popcornmaschinen, Fotoautomaten, Stretchlimousinen oder Rosenregenkanonen kosten eben Geld. Aber was ist mit denen, die dazwischen sind? Wollen wir endlich mal über die reden? Die in einer Beziehung sind, also so richtig. Wenn man TikTok glauben möchte, Also ich gerade aktuell nicht. dann beeinflussen und verändern uns unsere Partnerinnen und Partner anscheinend sehr, also optisch. Und vor allem die, die in einer heterosexuellen Beziehung sind. Man bezeichnet es als Girlfriend-Effekt, wenn sich der Mann durch oder wegen seiner Freundin verändert und einen augenscheinlichen Glow-up hat. Ach so, also geht's um. Also Glow-up, okay, die Veränderung. Ja, doch. Ich glaube schon, dass ich anders bin, wenn ich frisch in der Beziehung bin. Finde ich es nicht netter geworden durch mich? Nee, das nicht. Das auf jeden Fall nicht. Und es heißt Boyfriend-Effekt, wenn sich die Frau wegen ihres Freundes in einer Beziehung verändert, aber ich sag mal eher in eine andere Richtung. Real. Hashtags, die damit zu tun haben. War da gerade ein Unterschied? Ich weiß, also ganz ehrlich, ich habe kein Auge für sowas, ob da jetzt gerade was anderes zu sehen war. Aber vor allem der Girlfriend-Effekt haben unfassbar viele Aufrufe und gingen vor einer Weile total ab. Und ihr habt das auch gesehen und euch ein Video dazu gewünscht. Deswegen habe ich mal bei Sexualtherapeutin Julia vom SWR Psychologie Instagram-Kanal Fühlen wir nachgefragt, was sie so von dem Boyfriend oder dem Girlfriend-Effekt hält. Ich finde, die Videos müsste man eigentlich von mehreren Seiten anschauen, weil da steckt schon auch sehr viel drin, was ich auch kritisch sehe. Also, lasst uns mal drauf schauen, ob es diese Effekte wirklich gibt und Also ich vermute mal, dass irgendwie sowas sein sollte, so wenn sie Single ist, zeigt sie sich eher freizügiger und wenn die halt, oder wenn beide halt freizügiger bisschen mehr in Schale geworfen und wenn sie halt in einer Beziehung sind, macht sie das weniger. Also ich würde das halt so sehen, dass ich, wenn ich Single bin und eine Frau kommt auf mich zu, dass ich da eher offen bin, mehr flirtiger vielleicht oder irgendwie sowas in der Art. Und wenn ich halt in einer Beziehung bin, eher halt dann freundschaftlich reagiere. Wobei ich das ehrlich gesagt in einer monogamen Beziehung auch als normal oder selbstverständlich ansehen würde. Wie krass uns Beziehungen nicht. Wobei ich tatsächlich auch eine Partnerin hatte, die sich extra freizügig zum Feiern gehen anziehen wollte, um halt möglichst viele Typen auf sich aufmerksam zu machen, um halt möglichst viele Getränke ausgegeben zu bekommen. Das Problem war, dass sie halt auch nicht wirklich Nein sagen konnte. Naja. Nur äußerlich verändern können und ob das cool ist oder eher nicht. Ich würde sagen, let's go.
wie hat das überhaupt alles angefangen? So richtig viel Aufmerksamkeit hat dieses TikTok-Video vor einer Weile bekommen. Ein Student erzählt hier, dass er durch die Tipps seiner Freundin seinen Style verbessern konnte. Being a girlfriend has definitely made me glow up. Like, this is after dating for a year. I went from this to this in a year. This picture and this one are 5 months apart. It just makes me look better. I don't know what it is. Aber vor allem sein zweites Video zum Thema ist dann richtig abgegangen. Er spricht davon, wie seine Freundin das Potenzial von ihm erkannt hat und erklärt, dass sie ihm seine Outfits zusammengestellt hat, ihm gesagt hat, wie er seine Haare stylen soll, Packlisten für... Also, rein subjektiv, das ist jetzt nichts, was ich anziehen wollen würde. Ich meine, okay, er hat an sich die Figur für sowas, aber das ist so... Ich definiere es jetzt mal, es ist nicht mein Style. ...für ihn geschrieben hat und was... Das ist auch nicht mein Style, aber das könnte ich mir eher vorstellen. Gut, ich hätte die Hose nicht hochgekrempelt, die wäre bei mir bis zum Ende auf jeden Fall. Und ich hätte wahrscheinlich ein anderes Hemd an. Nicht unbedingt zu einem Hetero und muss, das muss ja nicht unbedingt was bedeuten. Auf ihn höre, was er mag und was nicht. Ich meine, jeder wie er möchte, aber es, es suggeriert etwas anderes. Ich verstehe den Gedankengang. Also ich stelle mir das ungefähr so vor, würdest du ihn auf der Straße sehen, würdest du ihn wahrscheinlich nicht gerade ansprechen wollen, weil du denken würdest, so, dass er nicht auf dich stehen könnte. So interpretiere ich jetzt deine Aussage, Shelby. Ich muss sagen, dass ich die Kleidung von Henry kaufe, aber auch höre, was er mag und was nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, also bei mir wäre es wahrscheinlich ziemlich einfach. Bei QWERTY einfach gucken, okay, gibt es da ein Motiv zu einem Franchise, das ich mag, und das kann man dann auch zum Warenkorb hinzufügen, drücken. Nicht wie ein Heteroman. Ja, aber solche Typen gibt es halt. Okay, vielleicht nicht gerade in Deutschland, aber ich kann mir halt vorstellen, das sieht halt aus, als wäre es irgendwo im Bereich Los Angeles oder so. Also nicht viel anderes. Ja. Bei Hosen auch so. Ich weiß, welche Größe ich habe. Dementsprechend bei dem Shop, wo ich standardmäßig bestelle, brauche ich eine neue Hose. Alles klar, 2, 3 kommen in den Warenkorb, werden bestellt. So, alle drei. Alles Jeans, alles drei in unterschiedlichen Farbtönen. Passt. Wobei ich auch kein Problem habe, mit den gleichen Farbtönen zu bestellen. Ist mir scheißegal. Ich weiß, das passt. Ich weiß, das sieht an mir gut aus. Alles tutti. Was ich sehr schön finde, ist, dass er sehr glücklich über diese Veränderung ist. I like so much more how I look now than when we met. She saved my life, for real. Danke an die Freundin. Sie hat, wenn man nach den Kommentaren geht zumindest, sehr gute Arbeit geleistet. In einem Interview hat er danach nochmal erzählt, dass er gerade als Mann jemanden hatte, der ihm vorher Styling-Tipps gegeben hat. Achso, ich dachte gerade, dass... Obwohl, das könnte eine Palästina-Flagge sein. Ich dachte gerade, das wäre halt zensiert, weil wegen Palästina-Flagge, aber okay, alle sind zensiert. Zumindest sehr gute Arbeit geleistet. In einem Interview hat er danach nochmal erzählt, dass er gerade als Mann niemanden hatte, der ihm vorher Styling-Tipps gegeben hat. Er sieht vieles zu Frauen-Fashion, Make-up oder Hauls, aber eben nicht so viele Videos, die sich an Männer richten. Er hatte keinen Plan, was er so tragen soll, und jetzt in dieser ernsten Beziehung ist er... Also ich würde mal behaupten, wenn man danach schaut, wird man auch Videos in der Richtung für Männer finden. Aber da bin ich halt absolut nicht die Zielgruppe, weil ich halt so... Simp Hoodie, Shirt, entsprechende Hose, passt. Endlich jemand da, der sich genug kümmert, um ihm ehrliches Feedback dazu zu geben. Und mit dieser Geschichte konnten super viele relaten. Ich habe nicht nur, aber schon ziemlich viele Freundinnen gesehen, die stolz ihre fertige Arbeit gezeigt haben.
Die Videos wurden in den Kommentaren viel gefeiert und viel diskutiert. Der hatte Potenzial und sie hat was draus gemacht und sein Leben gerettet. Oder noch besser, du hast ihn erfunden. Girl, du musst ihn patentieren lassen. Andere wollen wissen, wie das geht oder... Ey, was für eine Bubble springe ich da jetzt gerade rein? Himmel, Herrgott, nochmal, was geht hier ab? Sowas gibt es? Oh, es ist das Internet, was wundert mich das eigentlich? Sehen die Arbeit schon vor sich, also natürlich nur aus Joke. Andere verstehen nicht, warum ihre Freunde sich nicht von ihnen kleiden lassen wollen, denn sie sind ready anzufangen und loszulegen. Durch die Kommentare sieht man, es ist nicht einfach nur ein Effekt, Leute. In der Hinsicht bin ich froh, dass, wenn ich mit einer Frau zusammen war, die für gewöhnlich das mag, was ich trage. Puff, auf einmal ist dein Freund hot. Natürlich nicht. Es ist harte Arbeit. Es wurde. Obwohl, ich hatte tatsächlich auch schon mal eine Frau gedatet, die mir gesagt hat, hey, dieses Shirt kannst du nicht zum Feiern anziehen, weil das viel zu helles, viel zu buntes Motiv drauf hat. Und ich dachte mir so, das ist mein Standard-Shirt zum Ausgehen. So, warum sollte ich das auf einmal nicht mehr tragen? Mal das halt auch ein Band-Shirt war. Zu einer Band, deren Musikstil zu dem passt, wo ich halt feiern gehe. Neben meinem schwarzen Wolf. Ja. Ich meine, okay, wenn ich bei QWERTY bestelle, ich muss halt das, wenn mir ein Motiv gefällt, muss ich halt dann die Farbe tragen, in der es halt ist. Und wenn es dann, keine Ahnung, ein Rot ist oder so, dann ist es halt so. Wurde investiert, kalkuliert, visualisiert und verändert. Ich meine, you think single men look like this? So yeah, props to all the girlfriends out there. This is a part-time job. Teilzeit? Wenn ich mir das so ansehe, wie der Girlfriend-Effekt schon im Gange ist, wie viele Bereiche da angegangen werden, dann ist das mehr. It's a full-time job. And it's extremely time-consuming, and it's not as easy as it may appear to some people. It's a full-time job. Diese Idee. Mädels, dann sucht euch doch Typen, die schon das tragen, von dem ihr denkt, so, ja, da muss ich nichts mehr machen. So, bin ich dazu sehr pragmatisch, dass ich so denke, oder? Die Idee von dem Partner, der in einer Beziehung zu einer Art Projekt wird, ist gar nicht mal so mega neu und wird in der Popkultur immer mal wieder auf unterschiedlichste Art thematisiert. Der Netflix-Film Einer wie Keiner ist ein ganz gutes Beispiel für. Der kam vor ein paar Jahren raus, basiert auf dem Teen-Klassiker namens Eine wie Keine aus dem Jahr 99. In der Originalversion verpasst der beliebte Typ einem unscheinbaren Mädchen ein Makeover. In der Netflix-Version ist es andersrum. Als ich ihn kennengelernt habe, war er ein 50 Kilo Hänfling mit fettigen Haaren. Dann mach dir doch einen neuen Jordan. Ich erschaffe den nächsten Ballkönig. Bei dir klingt das so einfach. Denkst du, ich schaff das nicht? Nein, aber es wird witzig, dir dabei zuzusehen. Eine Wette? Oh. Abgemacht. Sie suchen sich dann jemanden Neues aus, den sie als totales Desaster beschreiben. Sie verpasst ihm ein Makeover, alle finden ihn dann ganz toll und Spoiler, sie dann irgendwann auch. Aber auch in der Serie... Ey, würde mir eine Frau sagen, trag doch mal was anderes. Ey, Mädchen, da hinten ist die Tür. Nee. Ich meine, was, keine Ahnung, so, ja, wir gehen jetzt zu meinen Eltern, so, kannst du vielleicht ein Hemd tragen? Okay, gut, ja. So, ab und zu trage ich auch gerne mein Hemd über mein Shirt. Aber erwarte nicht von mir, dass ich mein Hemd zumache. So, beim letzten Bewerbungsgespräch, da hatte ich noch einen Sakko drüber angezogen. Hat mich dann im Spiegel gesehen, aber dachte mir, sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber nichts, von dem ich sagen würde, jo, das mache ich jetzt täglich. Weil auch so ein bisschen der Zauber weg ist. In Sex Education gibt es einen Makeover-Moment. In Staffel 3, Folge 2 hat Ruby was mit Otis. Sie sind aus zwei verschiedenen Welten und deswegen möchte sie ihn auch verändern. Hässlich. Richtig hässlich.
unsäglich. Das gefällt mir eigentlich. Ihr gefällt nicht, wie er läuft. Er verstellt sich total für sie, weil er sagt, dass er dafür im Gegenzug mit ihr schlafen möchte. Später steht er dann doch für sich ein und lässt sich nicht verbiegen. Kleiner Spoiler, aus den beiden wird leider nichts. Auch in der Musik ist das schon Thema gewesen. Beyoncé hat zum Beispiel in den 2000ern den Song Upgrade You zusammen mit Jay-Z rausgebracht. Die sind ja mittlerweile seit über 20 Jahren zusammen und singen in diesem Lied, dass sie sich gemeinsam upgraden wollen. Und sie ihn auch optisch. Gemeint sind hier übrigens Luxusaccessoires wie teure Uhren oder Krawatten, die man an lilanen Labels erkennt. Also ein teures Upgrade eben. Manchmal muss man eben investieren, oder? Und manchmal darf man nicht beim Optischen aufhören. Da muss man an die Persönlichkeit ran. So nach dem Motto, ich kann ihn verändern. Bei den Simpsons war das zum Beispiel... Oh Gott, da gab es doch so ein Meme. So ein uraltes Ding. Sie ist, glaube ich, mit Metalhead zusammengekommen. Richtig Bart, richtig lange Haare, Bandshirt und so weiter. Nieten, alles Mögliche. Hat mit der Zeit immer alles verändert. So Haare abgeschnitten, Bart extremst gekürzt. Hier Bandshirt durch einen Anzug ersetzt und so weiter. Und dann hat sie ihn verlassen mit der Aussage, du hast dich zu sehr verändert. Nun. Beispiel in Staffel 8, Folge 7 Thema. Die Folge heißt Lisa will lieben, denn sie findet Nelson, der ja eigentlich so ein kleiner Bad Boy ist, auf einmal spannend und denkt, dass sie ihn durch ihre Liebe positiv beeinflussen kann. Und Marge gibt ihr dann diesen Rat. Die meisten Frauen werden dir erzählen, dass es völlig unmöglich ist, einen Mann zu ändern. Aber ich sage dir, diese Frauen sind Drückeberger. Was? Als ich deinem Vater zum ersten Mal begegnet bin, war er laut, ordinär und schweinisch. Aber ich habe ihn bearbeitet und jetzt ist er ein völlig neuer Mensch. Schreibt sie nicht? Also ich gucke dafür zu... Ja, was weiß ich, ich gucke eigentlich zu wenig. Ich gucke eigentlich gar kein Simpsons. Aber hat sie gerade Homer nicht so beschrieben, wie er in der Serie regulär ist? Aber auch das klappt leider im Endeffekt nicht so gut. Fallen euch noch mehr Serien oder Filme zum Thema ein? Dann schreibt's mal gern in die Kommentare. Diese Ich kann meine Partnerin oder meinen Partner verändern oder vielleicht sogar verbessern Erzählung ist ein ziemlich bekanntes Muster in verschiedensten Geschichten, Genres, Medien und natürlich auch Memes. Und ja, das wird oft ziemlich überzogen dargestellt, aber welchen Eindruck man... Moment. Erzählung ist ein ziemlich bekanntes Muster in verschiedensten Geschichten, Genres, Medien und natürlich auch Memes. Oh, dieses I can fix him oder I can fix her. Auch bei wenn jemand irgendwie Probleme hat oder so. Das ist so. Es ist einfach nur gefährlich. Und ja, das wird oft ziemlich überzogen dargestellt, aber welchen Eindruck man durch solche Szenen oder jetzt vielleicht auch durch diesen TikTok-Trend bekommen könnte, hat uns jemand von euch aus der Community mitgeteilt. Eine Zuschauerin hat uns das hier geschrieben. Ehrlich gesagt setzen mich diese Videos mit dem positiven Einfluss von Beziehungen auf das Aussehen des Partners als Single ziemlich unter Druck. Bin ich, wenn ich eine Beziehung eingehen würde, irgendwie verantwortlich für das Glow-Up des Partners? Absolut nicht. Nee. Da sag ich direkt nee. Wenn dieses Glow-Up vom Typen selbst kommt, dann kommt es halt von ihm selbst. Aber dass sie das irgendwie verursachen muss, nee, absolut nicht. In keinster Weise. Julia als Sexualtherapeutin hat mir deswegen erzählt, was an dem Girlfriend-Effekt dran sein könnte und wie sie den Trend findet. Und sie findet einen Aspekt besonders kritisch. Dass wir Menschen eben nach dem Äußeren immer bewerten. Also wie sieht die Person aus? Wie wirkt die auf mich? Ja? Sondern eigentlich sollte man ja fragen, wie geht es dir? Also wie fühlst du dich in dieser Beziehung? Und es könnte natürlich ein Hinweis sein, dass wenn Männer sich innerhalb von einer Beziehung anders kleiden, wenn die selbstbewusster werden, dass es denen halt auch prinzipiell einfach gut geht in dieser Beziehung. Was natürlich schön ist, wenn man innerhalb von einer Beziehung auch ein Glow-Up hat, ja, also wenn man sich gut fühlt, wenn man mit der Person sich gut fühlt, wobei ich auch da sagen muss, Partnerinnen sind Partnerinnen und keine Therapeutinnen und keine... Das ist ein hart wichtiger Punkt. Ein Partner, eine Partnerin ist kein Therapeut. Das muss man so extremst und auseinanderhalten. Was auch ein bisschen ein Problem mal bei einer Beziehung von mir war. Eine Psychologin, ja, also das ist nicht die Aufgabe von...
Was zum heiligen Geier sehe ich hier oben in der Ecke? Was ist das denn? Vulva-Museum, ich glaub's ja nicht. Okay. Von Frauen, was dieser Trend auch so ein bisschen zeigen soll, könnte, oder was man meint, dass Frauen auch dafür zuständig sind, weil in erster Linie ist man natürlich selber dafür zuständig, wie es einem geht, mental, aber natürlich gibt's immer auch den Blick auf die Unterstützung von Partner, Partnerinnen. Halten wir fest, Frauen sind also nicht für das innerliche Glow-Up verantwortlich. Say it with me. Aber irgendwie scheint es ja dieses Bedürfnis, andere fixen zu wollen, bei vielen trotzdem zu geben. Ich zitiere mal an dieser Stelle eine Psychologin und Ehe- und Familientherapeutin aus einem... Also, dass Männer diesen Gedanken haben, hey, I want to fix her oder I can fix her, kann ich mir so vorstellen, dass das von diesen Gedanken kommt, hey, ich muss der Retter, ich muss der Beschützer sein, und ich muss sie halt aus ihrem Dingens da. Ich muss sie aus diesem Ding halt irgendwie rausholen oder so. Ich muss sie retten. Ich muss der. Ich muss sie. Ne, ich muss der Ritter in strahlender Rüstung sein. So. Artikel von ihr zu dem Thema. Beziehungen, in denen eine Person das Gefühl hat, dass die andere nicht gut genug ist, so wie sie ist und Arbeit braucht, um sie zu akzeptieren, führen oft zu Frustration, Traurigkeit, Wut und Unmut. Die meisten Menschen möchten für das geliebt werden, was sie sind und nicht für das, was man aus ihnen machen kann. Preach. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen, aber ich finde, das ist ein guter Satz. Was das äußerliche Glow-Up durch die Freundin angeht, das muss wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, wie man sich damit fühlt. Ich persönlich finde, hier mal ein Tipp oder da mal ein, könnte dir ganz gut stehen, finde ich vollkommen cool und legitim. Kommt ja auch vielleicht so ein bisschen drauf an, welcher Part von beiden sich mehr für Fashion interessiert, oder? Wie sieht's da bei euch aus? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Aber die Frage ist, kann man wissenschaftlich wirklich davon sprechen, dass es einen Girlfriend-Effekt gibt? Laut Julia gibt es zwar keine konkreten Studien oder Beweise speziell dafür, aber welche, in denen es um Anpassungen in einer Beziehung geht und das könnte eventuell damit zu tun haben. Wir mögen es, uns anzupassen, egal ob jetzt an Gruppen oder an unseren Partner, Partnerin. Wir wollen gleich sein, wir wollen Nähe herstellen und auch Sicherheit haben. Und wenn wir uns anpassen, dann haben wir auch eine Form von Sicherheit. Habt ihr schon mal gehört, dass ihr eurem Partner oder eurer Partnerin ähnlich seht? Es gibt. Also ähnlich sehen auf jeden Fall nicht. Das. Ja, okay, da. Ja, zumindest die Frisur. Aber ich kenne das von mir, dass ich halt auch zum Beispiel eine Frau gedatet habe, die sich vegan ernährt hat. Und da habe ich halt auch nachgeguckt, okay, wenn ich jetzt für sie koche und, oder so oder für uns koche, dass ich halt explizit dann aufs Vegane geachtet habe. Beziehungsweise überlegt habe, so wie kann ich denn bei mir zumindest den Fleischkonsum halt irgendwie ein bisschen runtersetzen. So, dass ich mich optisch irgendwie anpassen wollte oder so. Nee, gar nicht. Manchmal sogar so Challenges, wo Leute versuchen herauszufinden, ob sich zwei Menschen, die sich ähnlich sehen, sich daten oder verwandt sind. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen weird, aber es ist gar nicht so abwegig. Und da gab es... Also, jetzt so in aus meiner Nische herausgesprochen, so als Vollzeit-Nerd, finde ich schon, also allein schon beim Kennenlernen, wenn ich sehe, hey, eine Frau trägt auch ein Nerd-Shirt oder sowas, finde ich halt allein schon da sympathischer, weil das halt auch irgendwie so zeigt, hey, wir haben gleiche oder ähnliche Interessen. Über die Jahre sehr viele Untersuchungen und verschiedene Theorien dazu. Es gibt eine Untersuchung. Und das ist halt auch in der Metal-Szene so, dass wenn man sich so eine typische Metal-Frau und daneben steht halt ein typischer Metal-Typ und das sieht man halt auch sofort so. Manchen Frauen sieht man den Nerd nicht an. Und das finde ich ein bisschen schade, so wenn ich wenigstens so einen ansatzweise was sehen würde. Hey, das würde mir mein Leben sowas von erleichtern.
aus dem Jahr 87, die zu dem Thema immer wieder zitiert wird. Hier wollten die Forschenden herausfinden, ob man sich als Paar über die Zeit optisch immer ähnlicher wird. Und dafür haben Studierende Fotos von Paaren bewertet. Einmal, als sie frisch geheiratet haben und einmal nach 25 Jahren Ehe. Und zwischendurch wurden Fotos gezeigt von Männern. Naja, wenn bei beiden die grauen Haare rauskommen, ne? Ob, weiß man nicht, ist das durchs Alter oder ist das durch den Ehestress gekommen? Was? Menschen, die sich gar nicht kannten. Das Ergebnis war, lang verheiratete Paare sahen sich am ähnlichsten. Sie schließen daraus, dass das an ähnlichen Erfahrungen und Emotionen, Imitieren von den Ausdrücken des anderen und deswegen auch vielleicht ähnlichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln liegen könnte. Oder eben am gemeinsamen Lebensstil. Da es aber nur eine sehr kleine Stichprobe von 12 Paaren war, gab es auch zum Beispiel diese Studie, die im Fachblatt Scientific Reports erschienen ist, die eher zum Schluss kam, die Gesichter der Paare sind zwar ähnlich, werden sich aber über die Zeit nicht noch ähnlicher. Dafür wurden viel mehr Fotos ausgewertet, Menschen dazu befragt und eine Gesichtserkennungssoftware verwendet. Sie haben eher festgestellt, dass sich Menschen von Anfang an jemanden aussuchen, der ihnen ähnlich sieht. Und anscheinend kann das sogar mit ähnlichen Genen zu tun haben. Auch dazu gibt es verschiedene Untersuchungen. Und eine Sozialpsychologin hat zum Beispiel auch eine Studie durchgeführt, in der Menschen bearbeitete... Also offenbar mit, nach der Studie, nee. Weil, also das würde ja bedeuten, dass sich irgendwie eure Gene währenddessen verändern müssten, damit sich halt, ne, damit sich das halt, dass das Gesicht halt anders verformt oder so. Bilder vom anderen Geschlecht am attraktivsten fanden, die ihnen am ähnlichsten sahen. Sie erklärt das in dem Interview damit, dass wir evolutionär gesehen wollen, dass unsere Kinder die besten Gene mitbekommen und bewerten unsere eigenen als besonders gut. Es kann auch etwas mit Vertrauen zu tun haben. Biologisch geht es darum, jemanden zu finden, der dir ähnlich ist, aber eben nicht zu ähnlich. Ob wir uns also gemeinsam verändern und anpassen oder wir uns schon jemanden ähnlichen aussuchen, da gibt es unterschiedliche. True. Theorien. Kann man dann überhaupt wirklich konkret sagen, wie wir uns in längeren Beziehungen verändern? Dafür gibt es tatsächlich viele Studien, zum Beispiel, dass sich auch Ideale verändern können. Ja, dass man sich anpasst an die andere Person. Und das muss nicht immer negativ sein. Es kann auch durchaus was Positives sein. Zum Beispiel auch einen gesunden Lebensstil sich aneignet oder plötzlich andere Werte vertritt, die vielleicht ein besseres Grundgefühl ausmachen. Es kann natürlich auch passieren, dass ich mein Kleidungsstil ändere. Natürlich, das kann auch passieren. Aber es kann auch einfach sein, dass eben 5 Jahre vergangen sind. Es gibt andere Trends und man verändert einfach vielleicht auch mal das Aussehen mit der Zeit. Es muss also nicht immer auch an der Partnerschaft liegen. Es gibt immer noch die Geschichte der einzelnen Personen. Beispielsweise auch, warum passe ich mich an? Was ist meine eigene Geschichte aus meinem Elternhaus beispielsweise? Warum ist mir Anpassung zum Beispiel wichtig? Oder warum sträube ich mich gegen Anpassung? Also hier spielen auch einfach die individuellen Erfahrungen eine große Rolle. Das mit dem Anpassen und sich selbst treu zu bleiben, scheint eine sehr feine Balance zu sein. Der TikToker, der den Trend gestartet hat, sagt ja zum Beispiel, dass er sich durch den neuen Stil viel wohler fühlt. Andere kritisieren diesen Trend und sagen, dass dadurch der Charakter ganz oft verloren gehen kann. So sehr, dass viele von ihnen nach dem Girlfriend-Effekt fast schon aussehen wie Schaufensterpuppen, die gerade das tragen, was eben gut ankommt. A good amount of these are like good transformation. Also für mich wirkt das dann halt eher so eine Frau, die halt ständig immer mit den Modetrends geht, dass sie das auch von ihrem Partner erwartet. Und das ist dann wahrscheinlich so dieser Punkt, wo ich dann sagen würde so, nein, ich bleibe zeitlos. Konsumer, ja, könnte man so sagen. Und versucht das halt auch auf ihren Partner zu übertragen. Vor allem halt, ne, es ist halt Social Media, man will sich nach außen hin zeigen. Und die versuchen dann halt mit dem Optischen dann halt zu punkten. Und die denken sich dann, ja, wenn mein Partner jetzt nicht mit den Trends mitgeht, dann bekomme ich weniger Klicks dadurch. Wobei dann denke ich mir so, warum zeigst du ihn dann? A lot of the time I'm like, wow, why did you tell your boyfriend to only wear colors that the Amish can produce? So many girls have an I can fix him kink and that just turns out to be painting your boyfriend millennial gray. Ob das wirklich so ist und wie sie sich dabei fühlen, kann man natürlich unmöglich beurteilen, wenn sie sich nicht selbst dazu äußern. Genauso wenig, wie man nicht sagen kann, ob sie wirklich einen Glow-Up hatten oder woran oder an wem das genau lag. Könnte es vielleicht die Pubertät gewesen sein? Vor allem, wenn man sieht, dass da einfach super viele Jahre vergehen. Da verändert man sich ja meistens sowieso, oder? Millennial Grey?
Ray. Know your meme. Okay. Millennial Gray, also known as Corporate Gray and Gray Aesthetic, refers to a gray color scheme used in house design, which is popular with members of the millennial generation. Ich würde das nicht als grau bezeichnen, aber bei einigen Leuten, bei denen ich zu Hause war, war wirklich, das sah teilweise sehr eintönig aus. Jetzt nicht als, ich würde den Farbton nicht als grau bezeichnen. Ich zum Beispiel möchte einfach nur, dass Peachy sich wohlfühlt. Wenn sie dafür einen neongrünen Trainingsanzug aus den 70ern tragen muss mit pink-gelben Streifen, dann ist das so. Ja. Da kann ich, das kann ich so unterschreiben. Also bei mir wäre das halt nicht anders. Wobei ich auch schon sagen würde, hey, wenn etwas wirklich absolut nicht passen würde oder sowas, würde ich vielleicht sagen, so. Aber da wäre halt nichts dabei, wo ich sagen würde, hey, ich kann mir nichts vorstellen, bei dem ich sagen würde, du, so wie du jetzt aussiehst, möchte ich nicht mit dir auf die Straße gehen. Aber gut. Ich glaube, wenn mir etwas optisch nicht zusagen würde, würde ich die Person halt allein schon nicht daten. Was viele so auf Social Media teilen, finde ich persönlich immer recht langweilig oder steril. Ja, es hat dann. Ich glaube, ich weiß nicht, war das im letzten Stream oder im vorletzten Stream, wo wir darüber gesprochen haben, so Dekoration ist nicht unser Ding und Merchandise ist was anderes. Also ich glaube, würde ich dir jetzt ein Foto von, keine Ahnung, von dem Bereich hier schicken und da weiter die Kommode, du würdest das wahrscheinlich feiern. Weil ich meine, ich habe da, ist halt gerade nicht so sichtbar, aber ich habe zum Beispiel halt den Doom-Helm da stehen, Fallout Pip-Boy, da oben das Regal, da habe ich meine CDs und Blu-rays. Ich glaube, da kommt es halt auch darauf an, so was für Interessen hat man. Aber ja, ich glaube, wenn man irgendwas nicht bestimmt zuordnen kann, weiß ich nicht, also ob die Person dann irgendwelche besonderen Interessen hat oder nicht oder keine Interessen hat. Ja, dieses Hipster-Effekt. So, das Hipstertum oder der Grundgedanke von Hipstern war ja, ich bin einzigartig und ich bin anders als die anderen. Und im Endeffekt war halt so, jeder Hipster war halt anders, aber so jeder Hipster war anders als andere Subkulturen, ja. Aber sie untereinander, das war halt so, du konntest sie nebeneinander stellen und da hast du das Gefühl, so, du hast ein paar Klone vor dir stehen. Alle sind einzigartig, aber ich bin einzigartiger, ja. Ja. Ich meine, ich fühle mich in der Hinsicht halt auch relativ unique, obwohl ich halt eigentlich nach außen hin ziemlich basic gekleidet bin. Ein bisschen faschistisch, alle sind gleich, aber wir sind gleicher. Ich würde das in dem Zusammenhang eher als sozialistisch ansehen. Ne, alle Menschen sind gleich. Du nimmst ja selber klein. Ja. Aber ich fühle mich halt in der Hinsicht einzigartig, weil ich halt für mich das trage, was ich halt mag. So, das ist das, was ich für mich selbst als einzigartig betrachte. So, dass andere sagen, hey, diesen Kleidungsstil könnte ich mir an mir auch vorstellen, das ist dann was anderes.
Und ja, ich. Auf der Dreamhack liefen halt auch alle Leute mit irgendeinem Nerdshirt und Jeans rum. So wirklich abgehoben habe ich mich da nicht. Aber es war halt. Also teilweise die Motive waren halt auch so teilweise so unterschiedlich. Das ist halt so ein bisschen im Detail, sage ich mal. Ey, gewöhnungsbedürftig ist vollkommen okay. Gewöhnungsbedürftig ist halt, weil gewöhnungsbedürftig schließt ja ein, so hey, wenn du es eine Woche, zwei, drei getragen hast, habe ich mich dran gewöhnt und das ist für mich so, als würdest du das schon immer tragen. So, jetzt weiter im Video. Oder? Aber warum verändert sich die Frau in der Beziehung anscheinend in eine komplett andere Richtung? Während die Freunde alle vermeintlich stylischer werden, sieht das bei den Freundinnen irgendwie anders aus. Zumindest laut ein paar TikToks. Alternativ gibt es noch die Boyfriend-Luft, die, nachdem du sie geatmet hast, auch dazu führt, dass du nicht nur anders aussiehst, sondern dich auch nicht wirklich gut fühlst. Und das ist halt, also ich würde sagen, das ist so dieses Frauen, eigentlich im Generell eigentlich Menschen, der Durchschnittsmensch, so, der Durchschnittsmensch. Wenn er rausgeht, oder er zeigt sich nach außen hin ständig so, ja, gestylt oder zumindest nicht irgendwie im Schlabberlook oder irgendwie sowas. Und zu Hause ist halt keiner, der sie halt irgendwie so in Schlabberlook sieht, wie die Person nach dem Aufwachen aussieht und so weiter. Und jetzt ist halt eine Person mit im Leben, der das halt mitbekommt. Der halt sieht, okay, so sieht die Frau ungeschminkt aus, mit nicht gemachten Haaren, direkt nach dem Aufstehen, in bequemer Kleidung zu Hause. Und ganz ehrlich, ein Typ, der dann sagt, ey, ich möchte eigentlich hier verschwinden. Der hat so eine Frau der hat eine Freundin erstens nicht verdient. Wie hat das meine Frau gesagt? Wer mich im Jogginganzug nicht ehrt, hat mich im Brautkleid nicht verdient. So, und das ist halt. Und ich denke mal, das ist halt dieser Unterschied. Und wenn ich eine Freundin habe, appreciate ich sie in jeder Situation, ob sie jetzt in Ausgehklamotten ist, mit Make-up und so weiter. Oder wenn ich aufwache und ich sehe sie noch schlafend neben mir, keine Ahnung, mit so einer Sabberspur noch im Mundwinkel, irgendwie Haare total zerzaust und ungeschminkt, so, das ist mir scheißegal, so. Dann liegt die Frau neben mir und ich bin glücklich darüber. Boyfriend, er. Oder auch, man hat es endlich geschafft, sich von gesellschaftlichen Druck und Erwartungen zu befreien. Ja, aber hier in dem TikTok scheinbar ist es was Negatives. Und das ist halt schade und vollkommen falsch, das so zu zeigen, weil ey, es ist doch schön, wenn dich ein Mensch liebt, wie du halt in deiner natürlichsten Form bist. So wie du dich halt eigentlich zu Hause wohlfühlst. Und wie gesagt, wenn ein Typ das nicht zu schätzen weiß, ey, fuck off mit ihm. In nur einer Stunde soll der Effekt einsetzen, der angeblich dazu führt, dass du zerzauster aussiehst oder so. Okay, let's see what I look like in an hour. Was hat sie denn? Okay, sie fühlt sich vielleicht selbst nicht wohl darin, aber dann.
So mehr als ihr zeigen, hey, ich finde dich schön, so ich liebe dich so, wie du bist, so mehr kann er dann in der Situation auch nicht tun. Und wenn sie das dann nicht annimmt, ich meine, sie muss sich ja in dieser Situation auch nicht selbst schön finden, aber zumindest annehmen, hey, er findet mich so schön und ich fühle mich eigentlich wohl, auch wenn ich mich so nicht schön fühle. Oder ich das ist gerade so richtig, richtig bequem für mich. Oder so, wenn sie sich nicht wohlfühlt in der Klammer, dann soll sie sich umziehen. Aber dann fühlt sie sich wahrscheinlich halt noch unwohler, weil, keine Ahnung, ne? Ich... That's the fucking problem. Oder noch schlimmer, der... Moment, was? In an hour. That's the fucking problem. What is going on here? Mann, bist du blöd! Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen! Das ist. Okay, das ist so eine Frau, von der würde ich mich dann trennen wollen. Aber dann bekomme ich das Gefühl, so egal was ich sage, es wird falsch sein. So sage ich, hey, du siehst scheiße aus. Nee, ich bin hässlich. Und wenn ich sage, hey, du bist schön, nee, that's a fucking problem. Wo ist da das Problem? Mann! Oder noch schlimmer, der Freund könnte dazu führen, dass dein Zimmer unaufgeräumt ist. Wenn ich das richtig verstehe, wenn der Freund gut aussieht, ist das unsere Arbeit. Und wenn wir uns nicht so gut fühlen und um uns herum Chaos ist, dann liegt es an dem Freund. Sure. Ihr wisst, es ist TikTok, man muss nicht alles so ernst nehmen. Vieles davon ist natürlich nur ein Scherz, also denke ich. Oder das Problem ist, dass das nicht als Scherz aufgenommen wird, auch wenn das als Scherz gepostet wurde. Also ich sag's mal, ich weiß nicht, wie da diese Wohnsituation ist. Ob das nur ihre Wohnung ist, ob das die gemeinsame Wohnung ist, weil wenn es ihre Wohnung ist, dann ja. Dann liegt die Verantwortung eher bei ihr. Aber da kann man halt auch als Mann so ein bisschen so ein Auge haben. Vor allem, wenn das halt. Also, ich gehe jetzt wirklich von ihrer Wohnung aus so. Okay, ich achte jetzt darauf, dass ich irgendwie jetzt nicht für Unordnung sorge, zumindest von meiner Seite aus. Wenn die zusammen wohnen, dann müssen halt beide dran arbeiten. Ich würde nie öffentlich exportieren. Hast du das nicht gewissermaßen gerade mit dem Kommentar? Ich meine, ja, das, ich sag mal so, das ist halt eigentlich immer so, weil da sind halt zwei Menschen, die zusammen innerhalb einer Wohnung sind. Oder innerhalb eines Hauses, so innerhalb der eigenen vier Wände. So. Dann ist ja klar, es sind zwei Menschen, die potenziell irgendwie Unordnung oder Chaos erzeugen können. Oder sehe ich das falsch? Oder ist es übertrieben dargestellt? Das ist alles klar. Wenn man sich die Captions und Kommentare ansieht, dann sind die Meinungen und Gefühle dazu auch ziemlich gemischt. Die betroffenen Girlfriends fragen sich, wo ist ihr Glow-Up und wieso passiert das überhaupt? Sie vermuten, dass es eher an den unterschiedlichen Posen... Ja, das Ding ist halt, Social Media zeigt immer nur eine Seite, nie die andere. Und wenn sie unzufrieden mit sich selbst ist,
Also sowas gibt es halt auch, dass man sich denkt, hey, ich bin nicht gut genug für meinen Partner. Und dann dementsprechend zeigt man das auch eher nach außen. Und vielleicht hat sie ja ein Glow-Up, zeigt das aber halt nicht auf Social Media. So quasi nach dem Motto, hey, ich möchte Mitleid von euch haben. Oder Fishing for Compliments. Dem Licht, dem Make-up liegt oder verstehen das mit der Boyfriend-Luft gar nicht erst. Und ehrlich gesagt, schließe ich mich da an, also man macht ja was und dann verändert sich doch die Frisur oder das Make-up immer, oder nicht? Schaut mal, so sah ich am Anfang vom Tag aus und so am Ende. Brust raus, Luft. Ist klar. Krass fand ich hier, dass es sogar Leute gab, die sich total verunsichert gefühlt haben und Tipps wollten, damit der Boyfriend-Effekt bei ihnen bloß nicht eintritt. Und als ich dem auf den Grund gehen wollte, verlieb dich nicht und geh in keine Beziehung, wenn dich das so sehr stört. Sind mir teilweise solche Theorien dazu begegnet, die versucht haben, das Ganze zu erklären. If you're not glowing, thriving and vibing when you get a boyfriend, that is a sign that he's not the one. Like your body is literally sending you signals that he's not the one. Und sowas ähnliches haben in den Kommentaren auch einige vermutet. Dass es bei ihnen an der falschen Person lag oder dass sie sich wieder selbst gefunden haben, nachdem Schluss war. Also laut diesen Vermutungen ist man mit der falschen Person zusammen, wenn man nicht mehr so gestylt aussieht oder einen Glow-Down hatte, was auch immer das heißen mag. Klar kann es sein, dass man sich nicht gut gefühlt hat und es wirklich einfach nicht gepasst hat. Und wenn ihr unser Video zu Revenge Buddies gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass es erklärbare Gründe gibt, warum man nach Trennungen das Bedürfnis hat, sich optisch zu verändern. Und in einigen Videos unter dem Hashtag Boyfriend-Effekt sagen ein paar Frauen auch, dass sie Beziehungsgewicht bekommen haben. Ist übrigens auch nicht für alle ein Grund zum Wenn man nicht auf sein eigenes Gewicht achtet, ist nicht der andere dran schuld. Die Verantwortung liegt immer bei einem selbst. Niemand zwingt euch dazu, dass ihr zunimmt. Beziehungsweise halt nicht drauf achtet. Heulen, also es gibt auch Videos, wo die Leute in den Captions zumindest voll okay oder happy mit ihrer Veränderung sind. Also auch ein kleiner Reminder, wenn es jetzt gleich um Gewichtszunahme geht. Es ist wichtig zu betonen, dass jede Person für sich entscheidet, womit sie sich am wohlsten fühlt. Aber anscheinend ist da etwas an dem Beziehungsgewicht wirklich dran. Hier hat eine Studie die Gewichtsentwicklung von 20.000 Menschen in Deutschland über 16 Jahre lang verglichen. Hier wurde festgestellt, dass Paare nach dem Zusammenziehen oft zunehmen. Und das passiert, selbst wenn man verschiedene Einflüsse wie Alter, Kinderkriegen, Sport, Rauchen, Gesundheitszustand oder Stress herausrechnet. Ein Co-Autor der Studie sagt dazu, dass man in einer Beziehung auch seine Essgewohnheiten ändert. Man frühstückt zum Beispiel gemeinsam, obwohl man das alleine vielleicht eher nicht gemacht hätte. Übrigens geht es hier um Paar. Ja. Tatsächlich. Also bei mir, beziehungsweise bei einer Ex-Partnerin, da hat sie zu mir gesagt, so, ja, ich hab zugenommen, weil du so gut gekocht hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment oder ein Vorwurf war oder beides in einem. Aber es ist halt das ist 10 Jahre her, dass ich das gehört habe oder so, dass Menschen quasi, wenn sie auf der Suche sind, so ein bisschen auf sich selbst achten, um halt jemanden kennenzulernen. Beziehungsweise halt erstmal so optisch Leute auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn man dann halt jemand Langfristiges gefunden hat und man dann halt auch, ne, dann ist ja auch diese Persönlichkeitskomponente mit dabei. Dass man sich sagt, hey, ich liebe dich, auch wenn du zunimmst. So, ne? Auch wenn du dich halt mit der Zeit veränderst. So, ich liebe deine Persönlichkeit und nicht dein gutes Aussehen. Klar, Aussehen spielt da auch eine Rolle mit rein, aber da ist halt so dieser Persönlichkeitsaspekt, es wiegt halt wesentlich mehr. Das ist halt so, man achtet dann halt nicht mehr so stark wie vorher auf sich selbst, sondern lässt dich ein bisschen gehen, sag ich mal. Habe ich zumindest von gehört. Wie gesagt, das ist circa 10 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Also steht man oft unter Stress und nimmt dadurch potenziell noch weiter ab.
In einer gesunden Beziehung ist man entspannter und der Körper reguliert sich runter und nimmt gerne mal zu. Jo. Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt. Aber halt, weil Stress und dann futter ich. Ob das halt besser ist, ich weiß es nicht. Und tatsächlich, wenn ich innerhalb einer Beziehung bin, achte ich wesentlich mehr auf meine Ernährung. Auch nicht gut. Naja, egal. Außerdem bestätigen da die Regeln. Paare, also nicht nur ein Part. Ist also dann vielleicht eher ein Couple-Effekt, oder? Das Wissensformat Quarks vom WDR hat sich dazu übrigens noch mehr Studien zum Thema Beziehungen und Gewicht angeschaut. Heiratsmarkttheorie. Wer vom Markt ist, ist weniger diszipliniert und auch weniger sportlich aktiv. Kommt drauf an. Gemeinsam essen. Paare essen fast immer gemeinsam, auch wenn einer von beiden kaum Hunger hat. Tatsächlich muss ich sagen, es ist bei mir so, dass ich wirklich darauf achte, dass ich nur zwei Mahlzeiten am Tag esse. Ich mache ja 16:8 Fasten. Da ist halt so zum Mittag und zum Abendessen und was dazwischen ist, ist so relativ egal. Manchmal kriege ich halt auch Hunger, wenn meine Partnerin was gegessen hat. So, zum einen die Gerüche haben mich hungrig gemacht, zum anderen diese soziale Komponente beim Hunger, sozialer Hunger nennt sich das, glaube ich. Da habe ich dann halt mitgegessen, aber dementsprechend ist dann für mich so das Abendessen dann ausgefallen. Viele essen größere Portionen in Gesellschaft, Frauen essen ihre Portionsgrößen an passen ihre Portionsgrößen an Männern an, trotz geringerem Grundumsatz. Jein. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, meistens war es so, dass sie sich zwar mehr auf dem Teller draufgetan hat, ja, nicht alles gegessen hat und ich habe dann den Rest gegessen. Gegenseitiger Einfluss, ungesunde Gewohnheiten können sich übertragen. Tatsächlich eher nein, weil umgekehrt gesunde Gewohnheiten können sich halt auch übertragen. Mehr Gönnung. Zusammen geht man häufiger auswärts essen oder bestellt und hier die beim Lieferservice als allein. Ich bestell auch beim Lieferservice allein. Das ist jetzt nicht so das Ding. Ich bin nun vegan, hab vor, wieder Sport zu machen. Das ist halt ja, denke ich mal, auch so eine Entwicklung in der Gesellschaft, dass halt mehr Bewusstsein drauf gerichtet wird. Nicht so viel essen wie viel. Ja. Also ist ja häufig so, dass der Mann halt mehr isst als die Frau. Ich meine, das ist halt häufiger Auswärtsessen. Also der Punkt ist so, wenn dadurch halt eine reguläre Mahlzeit ausfallen lässt, das ist ja halt kein nichts, was man mehr zu sich nimmt. Also meiner Erfahrung nach. Ergebnisse und Hypothesen zusammengefasst. Andere Erklärungen für die Gewichtszunahme beim Zusammenleben könnten also sein, dass man größere Portionen in Gesellschaft isst, sich gegenseitig durch Gewohnheiten beeinflusst oder sich zusammen häufiger was gönnt. Sind aber alles nur Hypothesen, weil es bisher keine großen Studien gibt, die das überprüft haben. Und es geht um den Durchschnitt. Auch Sexualtherapeutin Julia hat ja betont, das sind super individuelle Erfahrungen, die man nicht pauschalisieren kann. Um speziell aber auf den Boyfriend-Effekt zurückzukommen, der von vielen ja als eher kritisch wahrgenommen wird, vermutet sie eher im Gegenteil einen sehr positiven und schönen Grund dafür und ist übrigens auch kein Fan vom Begriff Blowdown. Es könnte auch ein Hinweis auf sich sicher fühlen sein, also dass ich mich sicher fühle in der Beziehung, dass ich nicht mehr so viel Wert drauf lege, wie ich nach außen wirke, sondern weil ich mich im Inneren einfach gut und sicher und geborgen fühle, was ja eigentlich ein sehr schöner ist, wo man... Ja, also anders ausgedrückt, anders beschrieben, eine andere Beschreibung von dem, was ich halt gesagt habe. Auch nochmal ganz klar sagen muss, Was bedeutet denn sich gehen lassen auch? Was für einen Blick haben wir da auch auf Schönheitsideale, auf Vorstellungen von dem, wie eine Frau an der Seite von einem Partner auszusehen hat? Menschen verändern sich eben einfach auch innerhalb von Beziehungen und da kommen viele Effekte dazu, warum das so ist. Also ich bin ja breiter gebaut. Ne? Ich habe einen Bauch und so weiter. Und klar, ich könnte daran arbeiten, dass ich für andere attraktiv bin. Oder ich suche mir eine Frau, die halt sagt, hey, ich mag das, wenn Männer halt einen Bauch haben, so. Ist halt kuscheliger.
Und wenn mich deine Frau attraktiv findet, so, warum sollte ich großartig was dafür ändern? Außer aus medizinischer Sicht natürlich. Das ist eine Komponente, die wir jetzt aber außen vor lassen. Hier geht es halt nur um reine Ästhetik. Also wie zum Beispiel Sicherheit oder auch Geborgenheit oder auch Nähe und Intimität. Und da muss man überhaupt keine Angst haben, oder? Im Gegenteil. Vielleicht ja sogar sich drauf freuen. Ganz wilde These. Auch diese Perspektive. Ja, wie gesagt, deswegen suche ich mir halt eine Frau, die halt mich attraktiv findet, so wie ich bin. Wie gesagt, für mich der an sich für mich einzige Grund, weshalb ich abnehmen, also immer mal wieder abnehmen will, ist halt aus medizinischer Sicht. So. Ich mag mein Leben so, wie es ist und möchte auch dementsprechend ein bisschen länger was von haben, so als würde ich, ne? Ja. Habe ich gesehen, Menschen, die sagen, ich habe den Druck in der Beziehung rausgenommen und fühle mich damit richtig gut. Oder ich fühle mich gemütlich und geliebt und das ist das beste Gefühl. Und andere sagen eben, mein Freund war schuld an meinem Hautekzem. Kann so oder so laufen. Naja, ich vermute mal, ganz wilde Theorie, es kommt drauf an, in welcher Stimmung man dieses Video macht. Wichtig ist es zu wissen, Aussehen zeigt nicht unbedingt an, wie glücklich wir in einer Beziehung sind. Es gibt ziemlich viele Entwicklungen und Veränderungen in langen, monogamen Hetero-Beziehungen, die ganz normal sind. Zum Beispiel, dass der Verliebtheitszustand, den man ganz am Anfang hat, diese rosarote Brille, bei der man nur die schönen Seiten sieht und an nichts anderes denken kann, die lässt irgendwann nach. Und das ist gut so, denn lange kann und soll das der Körper gar nicht aushalten. Es wird nämlich nicht nur das Glückshormon Dopamin, sondern auch unter anderem das Stresshormon Adrenalin und noch einiges mehr ausgeschüttet. Und der Körper ist in einer Art Alarmbereitschaft. Diese Phase kann, je nachdem, wie man so fragt und wie verliebt man so ist, irgendwo zwischen mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren dauern. Aber sie muss vorbeigehen, denn so schön es sich vielleicht anfühlt, so kann man tatsächlich gar nicht auf Dauer leben. Also keine Sorge, es ist kein schlechtes Zeichen für deine Beziehung, wenn du nicht nonstop am Strahlen bist und dir die ganze Zeit die Sonne aus dem Arsch. Kann man ändern, je nachdem, welche Sexualpraktiken man bevorzugt. Scheiße. Oh mein Gott, ich finde das, ich liebe das. Das ist super. Ich war auch ganz froh, als ich das geschrieben habe. Nach dieser Verliebtheitsphase kann und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit kriseln. Die Dating-Plattform Elite Partner hat 2020 eine Umfrage unter über 3.900 Singles und Menschen in Beziehungen zu den häufigsten Streitgründen nach Beziehungsdauer befragt und dabei auch festgestellt, dass nach dieser rosaroten Brillenzeit die Unterschiede sichtbar werden. In den ersten 3 Jahren der Beziehung streiteten die Befragten am meisten. Nummer 1 Grund für Streit war übrigens das Thema Unordnung. Also Unordnung und Unordentlichkeit. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo es geht eigentlich? Zu viel Zeit am Smartphone, Tablet bzw. Computer könnte bei mir theoretisch gesehen auch ein Problem werden, aber das ist halt, das weiß man vorher. Wenn man mich kennenlernt. Ich meine, ich bin Streamer, das bedeutet 2-mal die Woche mindestens bin ich halt online. Ein drittes Mal, wenn ich Zeit am Wochenende habe. Und man weiß, ich bin halt ein PC-Zocker. Das ist halt so. Und wenn dann halt ein Spiel wie letztes Jahr Starfield rauskommt, ich habe für einen Monat oder für 2 Monate nichts anderes gemacht als Starfield gespielt. Obwohl, nein, das stimmt nicht ganz. Nee, tatsächlich nicht. Ich war zu der Zeit in der Dating-Phase und da war ich tatsächlich, habe ich kaum gezockt. Aber ja, könnte dann ein grober Umschwung sein, wenn ich dann plötzlich wieder am Rechner bin. Trödeln, Unpünktlichkeit, Geldausgaben, Finanzen, glaube ich nicht. Alltagsorganisation, zum Beispiel Einkauf, Haushalt, Essensplanung. Da bin ich halt doch ziemlich strikt. Also, ja, teilweise verständlich. Teilweise ist es so, gut. Bei mir keine Probleme. Aber vielleicht bin ich auch unreflektiert.
Also wenn es um diesen Boyfriend-Effekt geht, sollte man da vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber auch sowas wie zu viel Zeit am Handy, Unpünktlichkeit, Geld und Haushaltsplanung gehören da dazu. Die Themen, über die man streitet, die verändern sich übrigens auch mit der Zeit. Aber immerhin, Paare, die über 20 Jahre zusammen sind, sind meistens anscheinend entspannt und streiten sich, wenn, dann über sowas wie Fahrstil oder Schnarchen. Also da sage ich auch direkt so, ich schnarche nachts. Aber bei mir kann man das, man sagt mir, man kann das sehr, sehr gut im Zaum halten, wenn man mir entweder einen Stups gibt oder dafür sorgt, dass ich zumindest auf der Seite penne. Habe ich mir sagen lassen. Das ist ein Fahrstil. Meine Fresse, ganz ehrlich. Wer sich über meinen Fahrstil beschwert, ich fahre rechts ran und sage, hier, kannst du Fuß weiterlaufen. Easy going. Streit ist aber übrigens nichts, weswegen man sich direkt Sorgen machen muss. Solange die Probleme offen diskutiert werden und man seine Wut oder auch seine Bedürfnisse nicht die ganze Zeit runterschluckt. Und wichtig ist es, laut Beziehungsforscher John Gottman, dass die positiven Interaktionen überwiegen und man fair bleibt und nicht unter die Gürtellinie geht oder komplett zumacht. Eine Sache, die sich auch während der Beziehung verändern kann und mich immer wieder beschäftigt hat, sind die Freundschaften. Ich habe einige Erfahrungsberichte gelesen von Leuten, die ihre Freundinnen und Freunde verloren haben, als die in eine neue Beziehung gekommen sind und die damit ziemlich zu kämpfen hatten. Oder sie verlieren sie, wenn... Sehr häufig ist es ja so, dass in dieser Verliebtheitsphase möchte man ja möglichst viel Zeit dann mit der neuen Partnerin, mit dem neuen Partner verbringen. Und dann fühlen sich Freunde ein bisschen hinten angestellt. Aber da müssen halt die Freunde auch beachten, hey, beziehungsweise zum einen sich, oder wenn einer meiner Freunde irgendwie einen neuen Partner an der Seite hat, dann sage ich, dann freue ich mich für die Person auf jeden Fall, dass die glücklich ist. Und wenn die halt dann weniger Zeit hat, dann ist es halt so. Man, diese Phase geht vorbei. Wenn die Beziehung zu Ende geht, weil sie eher mit dem oder der Ex befreundet waren. Viele realisieren erst dann, wenn sie wieder Single sind, dass sie ihre Freundschaften während der Beziehung vernachlässigt haben. Und auch diese Psychologie-Mental-Health-Seite hat hier zwei Studien zu diesem Thema genauer aufgearbeitet und fasst die Ergebnisse so zusammen. Doof, wenn deine Freunde nicht mit deiner Partnerwahl einverstanden sind. Ja, da erinnere ich mich auch an eine Beziehung. Da habe ich auch einen Großteil meiner Freunde verloren gehabt. Aber daran habe ich dann gemerkt, dass sie wirklich wahre Freunde sind, weil nachdem die Beziehung vorbei war und ich wieder zurückkam, mich erklärt habe, mich entschuldigt habe, haben sie mich wieder als Freund wieder aufgenommen. Nicht einverstanden mit der Partnerwahl, es kommt dann halt auch darauf an, in welchem Ausmaße, weil bei meiner letzten Beziehung war es halt auch so, dass meine Freunde halt nicht begeistert von der Person, von meiner Partnerin waren, aber dann gesagt haben, okay, weißt du was, er ist jetzt gerade glücklich, lassen wir es so, und wenn irgendetwas Negatives sein sollte, dann sagen wir schon was. Und da war ich halt durch meine vorherige Erfahrung war ich dann halt auch so, dass ich dann zugehört hätte und nicht auf aggressive Verteidigung gehen würde. Menschen, die vom Single-Sein zum Dating oder zur Partnerschaft wechseln, verlieren Freundschaften und pflegen weniger Kontakt zu ihnen. Auch wenn man das auch hier nicht pauschalisieren kann. Na, wie gut, dass ich generell schlecht darin bin, Freundschaften zu pflegen. Dann macht es keinen Unterschied, ob ich in der Partnerschaft bin oder nicht. In dem Sinne, sorry an alle meine Freunde. Ich hab euch trotzdem lieb. Manche gewinnen sogar neue Freundschaften. Klingt vielleicht erstmal ziemlich dramatisch, dass man Leute verliert, die einem nahestehen. Aber Julia sagt, das ist ziemlich normal und manchmal sogar ganz gut. Ja, es kann sein, dass man Freundschaften durch Beziehungen auch verliert oder dass diese sich verändern. Meistens ist es nicht so, dass die Menschen sich nicht mehr treffen wollen, sondern dass die einfach den Blick nur für den anderen haben oder für die andere. Es kann aber natürlich schon auch sein, dass wir in Beziehungen Freundschaften verlieren, dass wir die beenden,
weil wir merken, hey, das passt irgendwie gar nicht mehr zu meinen Idealen, vielleicht auch, weil ich die verändert habe. Und es kann natürlich auch einen positiven Effekt haben. Ja? Es kann sein, dass wir uns auch von dysfunktionalen Beziehungen, von sogenannten toxischen Beziehungen trennen, von toxischen Freundschaften oder auch von Familienmitgliedern, erlebe ich in der Praxis auch immer wieder, dass innerhalb von einer Beziehung auf einmal eine große Stabilität da ist, eine große Vertrautheit, eine Verbundenheit und eine Sicherheit und dass man dann so unsichere Freundschaften oder Familienmitglieder auch aufgeben kann, endlich. Mit diesem Gefühl, wenn Freundschaften zu Ende gehen, muss man irgendwie auch erstmal umgehen können, oder? Das ist ein Trennungsschmerz, über den man eigentlich auch mal reden kann, wenn euch das Thema interessiert. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn das so ist. Diejenigen, die selbst länger in einer Beziehung waren oder sind, kennen das Gefühl vielleicht auch, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, Freundschaften ändert, seine Hobbys ein bisschen aus den Augen verliert, weil man lieber gemeinsam was machen möchte und sich ja anscheinend auch so ein bisschen aneinander anpasst, können die Grenzen verschwinden zwischen wo fängt man selbst an und wo hört der andere Part eigentlich auf. Kennt ihr so Pärchen, die immer nur von wir sprechen, obwohl sie einzeln angesprochen werden? Oder die, die quasi wie eine Person sind und auch wie eine reden? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Auch das scheint einige Menschen zu Das wirkte gerade eher so, er müsste eigentlich nur noch auf ihrer Schulter sitzen und hätten wir sie noch eine Augenklappe und dann hätten wir ein perfektes Piraten-Cosplay mit Papageien. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Auch das scheint einige Menschen zu beschäftigen. Zumindest ist das Internet voll von Fragen, Warnungen, Erfahrungsberichten und Ratschlägen zu diesem Thema. Vor allem, wenn das Gefühl, sich selbst zu verlieren, zu krass wird, hat Julia ein paar Tipps. Also ich finde schon, dass man irgendwie als Partner irgendwie auf einer gewissen Weise zusammenwächst, weil irgendwie ist man dann ja eine Einheit. So, die Schwächen des einen werden durch die Stärken des anderen ausgeglichen und umgekehrt und man bildet zu einem gewissen Punkt halt eine Einheit. So klar, es sind immer noch zwei Individuen und können halt immer noch unterschiedliche Meinungen haben, aber irgendwie agieren sie trotzdem die sind halt zusammen. So, man spricht ja nicht umsonst von, wir sind zusammen oder man ist zusammen. Natürlich muss halt dann immer noch die Möglichkeit gegeben sein, dass man sagen kann, hey, man macht einzeln etwas. Vor allem, wenn es halt um Sachen geht, so, wo halt die Interessen jetzt nicht unbedingt sich überschneiden. Aber es ist halt, ich finde es natürlich schöner, wenn man halt irgendwas hat, was man mit der Partnerin halt zusammen machen kann. Wenn man das jetzt selber bei sich feststellt, kann man zum Beispiel auch mal überlegen, wie wäre es denn, wenn der Partner jetzt mal eine Woche weg wäre? Was mache ich denn in meiner Freizeit? Wie häufig sehen wir uns? Wie häufig machen wir auch was mit anderen Menschen? Da weiß ich, ey, in der Zeit, in der ich absolut mit niemandem was mache, jetzt auch unabhängig von der Beziehung, dann gehe ich halt da sehe ich jetzt auch so mit Freundschaften, wenn ich halt nichts mache, sitze ich am Rechner und zocke oder keine Ahnung, sitze auf der Couch und schaue mir YouTube-Videos an. Und inwieweit ist es vielleicht auch ein komisches Gefühl, ein Problem. Und dann immer wirklich auch nochmal so der Hinweis, da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man kann natürlich erstmal wieder schauen, okay, was für Hobbys habe ich denn außerhalb von Beziehungen und vielleicht einer Serie, die ich immer gucke. Ja? Kann ich vielleicht mich häufiger mit FreundInnen treffen? Ihr merkt, es gibt so viel mehr Themen, die in einer längeren Beziehung aufkommen und für Veränderung sorgen und ganz viele Leute und auch mich über die Zeit sehr viel mehr beschäftigt haben, als wie zurechtgemacht ich aussehe oder was mein Partner so trägt. Ich finde, das sind die eigentlichen Boyfriend- und Girlfriend-Effekte oder Couple-Effekte, über die wir viel öfter reden müssten. Ich bin schon seit längerer Zeit in einer Beziehung. Ich sah vorher so aus und heute so. Oder je nachdem, welches Bild ich aussuche, so. Oder so. Ist das der Boyfriend-Effekt? Oder vielleicht einfach nur der, ich bin älter geworden, habe mich mit und auch ohne Partner verändert und fühle mich so wohl, dass ich nicht immer darauf achte, wie ich zu Hause aussehe, Effekt. Es gibt halt nur leider keinen catchy, viralen Namen dafür. Eins kann ich sagen, eine Beziehung ist vor allem eins und das ist Arbeit. Darauf können sich auch ganz viele Leute in der Wissenschaft einigen. Was auf Paare zukommt, sind auch Herausforderungen, Streits, Hoch- und Tiefpunkte, gemeinsame Erfahrungen, Veränderungen, die einen prägen und viele bewusste Entscheidungen,
für die andere Person. Aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas leichter ist, sich stattdessen mit einem Glow-Up zu beschäftigen. Wobei auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen ist, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Und das ist auch völlig okay so. Trennungen und Scheidungen sind längst nichts Außergewöhnliches mehr. Das haben wir uns ja in vielen Videos genauer angeschaut. Dieses Ideal, mit einer Person für den Rest des Lebens zusammen zu sein, ist romantic, aber entspricht nicht wirklich der Realität. Sondern eher Patchwork-Familien, Singles, Alleinerziehende und mehrere ernsthafte Beziehungen. Beziehungsmodelle sind einfach anders geworden. Schaut also unbedingt, womit ihr euch wohlfühlt, sprecht. Also ich hätte schon gerne eine Beziehung, die irgendwie bis, ja, ist so schön, bis dass der Tod euch scheidet, hält. Fänd ich ganz schnieke. Oder streitet auch mal miteinander und wie immer, lasst euch nicht von solchen Trends verunsichern. Am Ende des Videos finde ich, es gibt keinen Boyfriend- oder Girlfriend-Effekt, zumindest nicht den einen. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer ganz persönlicher Effekt war, der bei euch während der Beziehung eingetreten ist. Ich bin zum Beispiel keine Picky Eaterin mehr und das finde ich eigentlich ganz cool. Das Leben macht so sehr viel mehr Spaß. Ich bin auf eure Veränderungen sehr gespannt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat und auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. I see you. Holt das gerne nach. Hier kommt ihr zum Psychologie-Instagram-Kanal Fühlen wir vom SWR. Ja, das war tatsächlich eine etwas längere Reaction, von der ich nicht gedacht habe, dass das so lang wird. Eieieiei, das Video geht 26 Minuten 50. An dem Punkt, an dem ich das Video gestoppt habe, die Reaction 1 Stunde 10. Nee, tatsächlich nicht. Also ich dachte auch eher daran, dass es irgendwie eine negative Veränderung angesprochen werden. Ja, wobei teilweise zumindest negative Reaktionen gab es von Leuten auf eine Beziehung. Aber ja, wieder mal ein spannendes Thema halt von Brust raus auf jeden Fall. Also ich bin echt happy darüber, dass ich weiß nicht, über wen ich auf diesen Kanal gekommen bin, aber sehr, immer sehr, sehr spannende, vor allem sehr nahbare Themen, weil die einen doch irgendwie auch selbst beschäftigen. Ich habe das Selbstbewusstsein entwickelt, um nur noch ich zu sein und offen mit meinem Autismus umzugehen. Hm. Ja, das ist schön. Aber wirklich, also ist eine, also positive Entwicklung, so was soll ich dazu sagen? So, ach, mir fehlen die Worte. Ja, ich habe auch über Beziehungen halt soweit das Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich halt sage, ey, du findest mich attraktiv, so wie ich bin, also habe ich keine Probleme damit, mich von der Partnerin halt zu entkleiden. Das ist jetzt nichts, was ich vor fremden Leuten machen würde, aber in der Partnerschaft, ja. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schönes, informatives Video, teilweise aber auch so ein bisschen, oh Gott, ey, TikTok ist so ein Schmutz. Aber gut, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ah, schön.